Ihr seid Veganer und möchtet aber nicht auf Chicken Nuggets verzichten? Dann zeige ich euch heute eine leckere vegane Alternative, die man schnell zu Hause nachmachen kann. Bleibt dran! So, als erstes brauchen wir leckeren, frischen Tofu. Den kriegt man am besten beim Asiaten. Ich habe den schon einmal in Küchenpapier eingewickelt, dass die Feuchtigkeit so ein bisschen aufgenommen wird, weil der hat echt viel Feuchtigkeit. Und jetzt schneiden wir da so schöne, dicke Stücke raus. Ja, das genügt. Halbieren die nochmal. Versucht es ungefähr in die Größe von so einem Chicken Nugget zu bringen. Schneidet schöne gleichmäßige Stücke. Ne? Macht es nicht zu dick, weil es muss ja auch ausgebacken werden und dass es wirklich durch ist. Ne? So, jetzt machen wir unseren Teig. Das ist nämlich das Wichtigste daran, weil diesen Teig könnt ihr nahezu für alles benutzen. Ne? Also auch für richtige Nuggets mit Hähnchenfleisch. Wir haben in dieser Schüssel 100 Gramm Mehl. Dann mache ich hier einen Teelöffel Salz rein, ein bisschen Pfeffer. Dabei könnt ihr aber auch komplett kreativ sein, ne? Also ihr könnt das nach Belieben würzen. Wir machen es einfach nur mit Salz und Pfeffer, weil vielleicht gibt es ja auch eine leckere Soße dazu. Dann brauchen wir einen Teelöffel Backpulver, geben etwas Wasser dazu. Und dabei hängt es ein bisschen davon ab, was ihr damit machen wollt. Ne? Also wenn die Panade sehr dick sein soll, muss die Soße auch sehr, also diese Mehlmasse sehr dick sein. Ne? Deswegen würde ich das Wasser immer nach und nach hinzugeben. So verhindert ihr auch, dass es Klumpen gibt. Ne? Ich gebe erst so ein bisschen dazu, damit es schön dick ist. Und ein Teelöffel Zucker darf auch nicht fehlen. In der Beschreibung findet ihr wie immer die genaue Menge. Den Teig am besten mindestens 15 Minuten stehen lassen, damit das Mehl so ein bisschen die Flüssigkeit aufnehmen kann. So, ich habe schon mal einen Topf aufgestellt mit Rapsöl, ne, habe den heiß werden lassen. Natürlich könnt ihr das auch klassisch in der Fritteuse machen mit Frittierfett. Ne. Ich habe jetzt Rapsöl genommen. Dann nehmen wir hier unseren Teig, geben den Tofu rein. Ne, guckt darauf, dass der schön abgetropft ist. Den gebe ich einfach mal komplett hier rein. Und dann braucht ihr am besten so eine Kelle, ne, die schon mal bereit halten. Ummanteln das Ganze, passt auf, dass der Tofu nicht kaputt geht. Ne, und da seht ihr schon, da haben wir dann eine ordentliche Menge Teig dran kleben. So, dann geben wir die vorsichtig mit so einer Kelle selbstverständlich. Lassen wir das ganz vorsichtig hineingleiten. Und frittieren das dann schön goldbraun. Achtet darauf, dass das Fett nicht zu heiß ist, sonst verbrennt euch der Tofu sofort. Und dann könnt ihr es nach kurzer Zeit schon rausnehmen und zum Abtropfen beiseite legen. So, dann geben wir nach und nach den Tofu ins heiße Fett. So, die sind schön knusprig braun. Dann nehmen wir die mal raus. So, mal probieren, wie unsere veganen Nuggets schmecken, ob die mit den richtigen mithalten können. Richtig geil. Und wenn euch interessiert, wie man so eine leckere Süß-Sauer-Soße macht, dann guckt euch das Video hier an.